Sacred Sex. Ich möchte über heiligen Sex sprechen, jetzt über eine andere Art Ansatz im Umgang mit Sexualität, der das Heilige, unsere Hinwendung zum Heiligen und unseren Umgang mit Sexualität miteinander verbindet. Wir leben ja in Zeiten in unserem Land jedenfalls, wo Sexualität weitgehend enttabuisiert ist, was ich sehr gut finde, nach Jahrtausenden der sehr starken kulturellen Eindämmung, Eingrenzung von Sexualität, die sehr stark auch unterdrückerisch verwendet wurde, hat sich bei uns heute das sehr stark geöffnet. Wir leben in einer weitgehend säkularen Gesellschaft, die mit dem Heiligen nicht mehr so viel zu tun haben will. Und ich möchte aber das Heilige wieder einführen, aber nicht als etwas, wo wir sagen, unsere Tradition sagt uns, das ist heilig, der Tempel ist heilig, die Synagoge, die Kirche, die Moschee, ein bestimmter Gegenstand, ein Kraftplatz, ein Berg. Sondern ich meine, dass es eine Art ist, wie wir uns etwas zuwenden können, einem Menschen, einem Geschehen, einem Gegenstand ist, wir können es verehren und wir können darin das Göttliche oder Universelle oder Ganzheitliche erkennen. Und diese Art der Zuwendung ist uns immer möglich, uns säkularen, oft atheistischen Wesen. Wir können uns verehrend einem Menschen oder einem Geschehen zuwenden, dann sehen wir das an als ein Geschenk, das das Universum oder das Leben oder Gott uns gegeben hat. Und dann haben wir eine andere, dann haben wir eine Haltung von Respekt und Dankbarkeit dem gegenüber. Und im Extrem, zu diesem Extrem sind wir fähig, ist es dann die Verehrung des Heiligen, so wie wir in früheren Kulturen Menschen Altäre verehrt haben. Auch einzelne Personen, die galten dann als heilig. Heute spricht immer noch die katholische Kirche bestimmte Personen erst selig, dann heilig. Und die werden natürlich separat. Die sagen dann nicht, du bist heilig, ich bin heilig. Jeder kann heilig sein, sondern weil diese Menschen bestimmte Taten vollbracht haben, sind sie heilig. Und Jesus ist natürlich heilig und der Altar ist heilig. Und etwas wird auch heilig gemacht durch bestimmte Rituale. Gut, mein Ansatz ist nun, die sexuelle Kraft, die auch viel dämonisiert wurde, die sehr mächtig ist im Leben, gleich nach unserem Überlebensinstinkt, dieses Essen und Schutzbedürfnis und manchmal Kämpfen, kommt unser Bedürfnis, unser sexuelles Bedürfnis, unser Wunsch nach Vereinigung, also seelischer Vereinigung, körperlicher Vereinigung, sexuellem Genuss, Fortpflanzung. Das ist eine sehr, sehr starke Kraft, die eben tabuisiert, dämonisiert, ausgegrenzt wurde aus dem sittlichen, guten Leben. Und ich meine, wenn wir uns dieser Kraft, die in jedem Menschen ist, ja, auch in den, ich habe kürzlich kennengelernt, es gibt eine kleine Minderheit von asexuellen Menschen, auch die haben zumindest dieses Bedürfnis nach Liebe, liebende Vereinigung, emotionale Vereinigung, auch wenn sie jetzt nicht den üblichen sexuellen Genuss empfinden können. Aber sagen wir mal, für weit über 90% der Menschen ist der Wunsch nach sexuellem Genuss, sexueller Vereinigung, sexueller Aktivität bis ins hohe Alter sehr, sehr stark. Und diese starke Kraft, wenn wir uns dieser Kraft nicht als etwas Bösem, Gefährlichem, wo wir nur gute Menschen sein können, wenn wir es lassen, wenn wir darauf verzichten, so wie im Zölibat, sondern wenn wir uns dem Positiven zuwenden. Es gibt neuerdings den Ausdruck Sexpositivität, being sex positive. Ja? Das heißt, diese Kraft, diese natürliche Kraft, die wir bei Tieren und Pflanzen für ganz normal und willkommen halten, für die Befruchtung, für die Fortpflanzung, bei Menschen gefährlich und sittliche, zivilisierte Wesen gehen da nicht so rein. Ja? Die müssen das zähmen und ein bisschen weghalten vom bürgerlichen, anständigen Tisch. Ja, und ich meine, wenn wir uns dieser Kraft zuwenden, wir etwas heiligen. Und zwar die Art der Zuwendung, wenn wir das geliebte Objekt oder diesen Prozess, den Gegenstand, diese Praxis
verehren, wenn wir unsere Kraft der Zuwendung, also liebevolle Verehrung diesem Vorgang geben, dann schöpfen wir aus einem riesigen Potenzial und dann wird Sex erfreulicher, liebevoller, hat diese vielen Nebenwirkungen wie Missbrauch und Verletztheit und Schaden und Angst nicht. Und dafür möchte ich plädieren. Also im Bereich des Tantra, in dieser, sagen wir mal, spirituellen Subkultur des Tantra, in dieser aus dem alten Indien stammenden, es gibt ja heute auch viele Tantra-Praktizierenden, da wird Sexualität geheiligt, ja. Und diese Heiligung bedeutet nicht, dass wir den Rest der Welt als etwas Unheiliges betrachten, sondern schon non-dual, dass wir diesen bestimmten Raum, diese besondere Kraft herausgreifen und auf ganz besondere Art verehren. Und dass wir dann eben aus einem tiefen Brunnen schöpfen können. Und dann haben wir Lust und Liebe und Leichtigkeit und weniger Streit. Ein glücklicheres Leben.